Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin heute am Forellenpark Siegsee. Hier war jetzt anderthalb Wochen ungefähr Betriebspause oder Betriebsferien. Und ja, durch die letzten zwei, drei Tage mit dem Regen hat es sich ein bisschen abgekühlt. Mal schauen, ob die Fische richtig Bock haben. Und los geht's. So, dann wollen wir loslegen. Also. Ich werde jetzt eine Paste, Pose und Glas schleppen. Fische stehen sehr, sehr flach. Haben hier schon ein paar Rumräubern sehen. Können wir richtig schön langsam jetzt schleppen. Ja, hier war jetzt anderthalb Wochen Urlaub, also Ruhezeit. Und ja, ich hoffe, dass die Fische so ein bisschen sich akklimatisieren konnten, ein bisschen entspannen. Wollen wir mal schauen, was der Tag so bringt. Der Köder ist jetzt so 5 cm unter der Oberfläche, also ich sehe den richtig gut. Ja, direkt mal Strategiewechsel. Also ich habe mit Pose geschleppt und ja, die haben nicht so richtig reagiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Pose noch ein bisschen viel Scheuchwirkung hat. Und so kann ich noch mal ein bisschen krasser die Fische anwerfen, schneller, ein bisschen tiefer gehen, bin da ein bisschen flexibler. Ja, und ich habe jetzt auch Bienenmaden drauf, ein schönes Bienenmaden-L. Das werde ich jetzt hier langsam zupfen. Wenigstens aber Fischkontakt, ne? Ja. Ah, wir haben Biss. Ja. Ja. Hängt. Schön durch den Schwarm einmal durchgezogen mit dem Bienenmaden, ey, jetzt. Jawohl, danke dir. Aber ganz vorsichtiger Biss, ey. So, schaut mal hier. Da haben wir die erste Porti verhaftet. Ja, ich habe da so einen kleinen Trupp gesehen, habe den angeworfen und zack, sie draufgeschossen. Ja, aber ich muss sagen, ist doch deutlich schwieriger als gedacht. Ja, wird eine schwierige Nummer heute, aber wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Ja, dann war der erste Fisch verhaftet und ich zeige euch nochmal kurz, wie ich die Bienenmaden anköder. Also ich habe hier eine echte. Die piekt sich wieder ganz knapp vorne ein. Dann fädel ich die mit zwei Fingern einmal richtig schön auf dem Haken auf. Lass den Haken dann ganz hinten einmal austreten. So. Dann nehme ich drei Finger, packe die am Kopf und ziehe die Bienenmade über den Hakenschenkel rüber, dass sie so ein bisschen auf der Vorfachschnur ist. Und dann nehme ich ganz gern einen Honeyworm. Da packe ich die Beinchen auf die Innenseite. Das ist auch der, den ich eben gerade gefischt habe. Pick sie nur so ein ganz bisschen ein. Nehme einfach das Schwanzende, lass den Haken austreten, schiebe die Bienenmade wieder zurück und dann haben wir ein wunderbares Bienenmaden-L, was sich richtig schön dreht. Dann Abfahrt. Auswerfen, direkt unter der Oberfläche kurbeln, gar nicht absenken lassen. Ach, die reagieren null. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer wird. So, da ist ein kleiner Schwarm. Mal gucken, ob wir da eine rausgezogen kriegen. Oh, ich habe einen Biss. Ja, Achtung. Die hat richtig gut genommen. Alter, cool, ey. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Die hat gleich volles Brett drauf gescheppert.
zack, und dann haben wir Fisch Nummer 2. Geil. Danke. Ja, ich probiere mal, ne? Hallo, hier stehen hier herum. Die ist aufs Glas gegangen, ey. Was ist das? Ich glaube, die hat Bock. So, jetzt werden wir schön mit den Fischen hier mal mitziehen. Jo, da kommt einer. Ich ziehe den aus dem Maul raus, ich kann nicht mehr. Ja, ich habe richtig dumm angehauen. Aber... Jo, ach come on. Boris, probier mal mit Gummi hier. Probier mal mit Gummi. Ja, komm, komm, komm. So, ich habe jetzt nochmal auf Paste gewechselt. Gucken, ich werde jetzt hier nochmal ein paar Fische hinten in der Ecke anwerfen. Die Marder haben sie nicht mehr reagiert. Deswegen mal schauen. Paste macht ja nochmal ein bisschen mehr Druck. Ich habe jetzt hier Smoke und Fire drauf. Schöne gedeckte Farbe. Kann ich jetzt richtig schön langsam schleppen hier. Schaut mal, wie die nur gucken. So Leute, ich habe jetzt nochmal Bananenpaste drauf gemacht. Das ist ja auch eine ziemlich gute Paste für diese Sommerangelei. Ich werde jetzt noch mal ein paar Farben auf jeden Fall durchprobieren. Seht ihr, Fische sind da. Jetzt müssen wir noch den richtigen Schlüssel hier finden. Da ist gerade eine richtig lange mitgekommen, aber hat den Köder dann leider nicht genommen. Ich werde genau die noch mal anwerfen. Geguckt haben die. Ne, die sind nach rechts weggeschwommen. Achso, ja, da sind noch andere. Ah, hier, guck mal, da, hier. Ja. Ich würde mit Gummi probieren, ja. Achso, lass mich mal mit Gummi. Oh, ja, die hat genommen, die hat genommen. Wieder ausgespuckt, wieder genommen. Hängt. Ah, richtig schön. Ah, ich habe genau gesehen, wie die einmal das Ding wieder ausgespuckt hat und dann hat sie sich den nochmal geschnappt. Der Bananenpaste, das scheint zu funktionieren. Da werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Würfe mitmachen. Ich habe so Bananenpaste habe ich drauf gerade. Danke. Kannst du gerne vorschlagen? Ach so, ja, aber vielleicht hast du Gummi, was so eine Farbe hat.
Oh ja. Da kommt jetzt eine zu mir von. Zu mir. Echt? Ich habe ein Problem gerade mit meiner Rolle gehabt, deswegen habe ich gestockt. Ja, oh, du hast recht. Ja, die nimmt richtig schön dann noch. Das Ding ist, ich habe gerade eine leichte Schnur gehabt. Schnurproblem. Ja, Boris hat den Biss gerade gesehen, ich nicht. Aber hey. Kinderbetreuung. Fang ihn mal anders. Boah, da hinten ist ein schöner kleiner Schwarm. Da ziehen wir jetzt einmal richtig schön durch. Ja, der erste guckt schon. Da war ein Kontakt. Nimmt die. Oh, ich glaube, die wird losgelassen, oder? Schade, haben wir die Paste platt gewissen. Ja, aber Banane scheint der Gamechanger zu sein heute, Leute. Morgen. Schau mal hier. Einmal richtig schön drauf genagelt. Ja, richtig schön durch den Schwarm gezogen. Ich werde jetzt mal wieder einen ganz kleinen Teigdreher machen. Dass sie den richtig schön gleich wegzwirbeln. Na gut, dass ich noch einen Pasten gelassen mit Banane bei habe. Da hast du so 5 cm nur. So, schaut mal hier, ganz kleine Kugel. Auch wieder einmal bis zum Hakenschenkel rüber. Dann machen wir so einen schönen kleinen Tropfen. Dann drücken wir das einmal mit 2 Fingern so ein bisschen platt. Vor mit den anderen 2 so eine Eistüte. So. Das ist so ein hochfrequenter kleiner Dreher. Der ist ziemlich gut. Und ja. Gucken, ob das jetzt klappt, ob die dann diesmal durchladen. Mein Schwarm sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Der hat sich verzogen. Ja, und mit dem Sologlas schleppe ich dann natürlich richtig schön, richtig flach unter der Oberfläche. So, da kommt 2. Den kann ich jetzt schön mitziehen. Auch wenn die nicht so richtig fressen, ist immer ganz gut, wenn ihr euch so einen kleinen Trupp sucht. Und aus dem Trupp 1, 2 schießen mal rauf, dann kommt so ein kleiner Futterneid auf und dann irgendeine von denen schnappt dann meistens zu. Deswegen schnappt euch auch auf jeden Fall auch im Sommer eine schöne Polbrille. Das bringt euch definitiv den einen oder anderen Fisch mehr. Oh, dann zeige ich euch noch mal kurz die Montage und das Tackle, mit dem ich heute unterwegs bin. Also ich habe hier wieder die Museumsrute, die Prestige Evo Traut Nummer 2. Hat ein Wurfgewicht von 2 bis 7 Gramm. Ist eine richtig schöne Rute, um mit dem Sologlas angeln zu können. Darauf habe ich die Vertigo 4500 mit einer 18er Tatanka. Und ja, zur Montage. Ich habe hier einmal ein Sologlas, das hat 3 Gramm. Dahinter habe ich wie immer einen Stopper, der den Knoten schützt, einen Dreifachwirbel. Und ja, hier habe ich dann so ein 80 cm langes Vorfach. Und den Pastendreher. Banane war bis jetzt richtig erfolgreich, da werde ich auf jeden Fall mit weitermachen. Ja, und dann nochmal ein Tipp zur Führung. Also es ist ja so, dass die Fische sehr flach unter der Oberfläche stehen. Und ja, dann einfach schön die Rute hochnehmen, vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen zuppeln. Und dann könnt ihr richtig schön die Fische beackern. Was ich auch immer mache, ist, wenn ich die Fische so an der Oberfläche sehe, ich gucke immer, ob ich so kleine Trupps finde. Und wenn ich diese Trupps finde, dann ziehe ich immer richtig schön mit den Trupps den Köder mit. Dafür ist die Sologlasmontage perfekt. Vor allem, die ist nicht ganz so intensiv von der Scheuchwirkung her. Und was auch gut ist, wenn die Einfische ein bisschen tiefer sind oder ein bisschen flacher, ich kann super variieren, indem ich dann einfach die Rutenspitze hoch oder runter nehme. Was sonst auch mal ganz cool ist, wenn man jetzt gerade keine Fische sieht, dann einfach so ein bisschen kurbeln, ein bisschen zuppeln. Die Paste bricht dann immer so richtig cool aus und das bringt dann auch nochmal den einen oder anderen Fisch.
ja, wollen wir mal schauen, ob die Solo-Glas-Montage uns noch einen Fisch bringt heute. Ja, ein absoluter Kracher bei solchen Temperaturen und solchen Lichtverhältnissen ist dann die Bananenpaste. Also ist ja so ein gelbliches Braun. Ja, darauf reagieren die Fische richtig gut. Das Ei hat sich bewegt. Ja, ich habe einen Biss. Hat die genommen? Nein, wir losgelassen. Nee, die nimmt noch. Ja, komm, komm, komm. Ah, wieder losgelassen, oder? Nee, ist noch. Yes, Baby. Oh, ich habe genau gesehen, wie die den Köder wieder genommen hat. Und hat den aber wieder einmal ausgespuckt. Ja, ist echt ein hartes Stück Arbeit hier. Also immer schön die Fische anwerfen und ab und zu nagelt dann einer auf den Köder rauf. Ja, Bananenpaste, ne? Also ich habe helle Paste probiert, darauf wollten sie gar nicht. Aber jetzt dann auf die Bananenpaste kommen sie wenigstens hinterher. Und da haben wir den Fisch. Top. Danke. So, schau mal hier, da ist noch mal eine Porti eingestiegen. Also ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Man sieht richtig viel Fisch. Also so kleinere Trupps sind immer unterwegs. Ja, die versuche ich immer so gezielt anzuwerfen, auch die einzelnen Fische. Was ich auch festgestellt habe, ist, Bananenpaste läuft jetzt gerade ganz gut. Helle Pasten wollten sie überhaupt nicht. Und ja, werde jetzt noch ein paar Würfe machen. Mal schauen, ob wir noch einen ans Band kriegen. Wieder, nee, nimmt noch, die frisst, geil. So Leute, hier schön noch mal auf Sicht. Ist hier nochmal Fisch eingestiegen, kurz vor den Füßen. Hab den Köder richtig schön wieder mitgezogen. Dann hat die sich den geschnappt. Da haben wir den. Ja. Ja, die hat genommen. Ja? Nein! Ah, hätte ich mehr laufen lassen müssen noch. So Freunde, jetzt hat es bei Boris hier eingeschlagen. Schön Beamer von oben, ne? Endlich, 5 cm. 5 cm sagt er. Wollen wir im Schnellkescher hier. Da ist er doch. Da bin ich. Jo Leute, das war's vom Angelpark Siegsee heute. Ihr habt ja gesehen, war nicht ganz leicht. Also super viel Fisch im Teich, die sind auch richtig schön hin und her gezogen. Man konnte die super anwerfen, teilweise sind sie hinterhergekommen, haben aber den Köder nicht genommen. Ja, trotzdem letztendlich mit Paste konnten wir ein paar Fische fangen. Hat richtig Bock gemacht auf Sicht. Und ja, wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.